Ach, das ist ein Foto oder was? Ah, nee, das ist ja der Film schon. Hallöchen, hier ist die Andrea aus Andalusien. Von diesem wundervollen Frühlingsmorgen. Der April hat uns ja ein Schnäppchen geschlagen. Er hat den Winter gebracht, jetzt ist aber der Frühling wieder da. Er kommt so langsam. Ja, Leute, ich wollte heute euch einfach nur mal von Zusammenhalt, bedingungslose Unterstützung oder was auch immer, wie man es nennen soll, erzählen. Weil ich glaube, das ist wichtig zu wissen, dass Dinge im Detail liegen und nicht im Großen. In den kleinen Gesten sozusagen. Meine Soulsis hatte gestern mich auf ein Filmchen aufmerksam gemacht, das ein Ausschnitt ist von einer amerikanischen, keine Ahnung, Krankenhausserie, glaube ich. Ich kenne mich ja nicht aus, ich habe ja keinen Fernseher. Und da war es so, dass eine Frau, die wohl männliche Gewalt erfahren hatte und operiert werden musste, nicht haben konnte, dass irgendein Mann in ihrer Nähe ist, weil sie eben noch traumatisiert war, ja. Und das hat sie wohl einer Krankenschwester oder wie nennt sich das, vom Pflegedienst halt jemanden gesagt. Und dann war es so, dass sie, dass lauter Frauen im Gang standen und im Fahrstuhl auf dem Weg zur OP und in der OP auch lauter Frauen waren, die sie einfach darin unterstützt haben. Mir kommen gerade die Tränen, weil der ist so berührend, der Film, dass sie eben nicht mit einem Mann konfrontiert wird und ich finde diesen Film so wunderv, also diesen Ausschnitt so toll, weil er einfach zeigt, dass es mit kleinen Gesten, und es war nur eine kleine Geste, es brauchte nur ein paar Frauen, die den Gang halten, die Energie in dem Gang halten und im Fahrstuhl. Und natürlich brauchte es Menschen in der OP, die da eben auch die Kapazität, die Qual, na, was heißt, die Ausbildung haben, eben auch die Operation letztendlich vornehmen zu können. Aber es brauchte dafür nicht viel, ja. Und es hat aber so eine große Wirkung gehabt. Die verletzte Frau, die diese Gewalt erfahren hatte, die war absolut überwältigt, ja. Und es geht darum, eben in kleinen Gesten zu unterstützen und aus dem Herzen heraus. Und das merke ich immer wieder. Und das habe ich jetzt auch gerade hier wieder vor Ort gemerkt, wo eine ganz liebe Freundin gestürzt ist, einen Unfall hatte. Operiert werden musste, ins Krankenhaus musste. Die Menschen waren da. Ich konnte jetzt nicht physisch helfen, aber zumindest geistig und weiß ich nicht, energetisch. Und die Menschen waren da hier vor Ort, auch weil sie halt Tiere hat. Da musste natürlich dann vor Ort im Haus jemand sein. Es wurde organisiert und ja, wir waren alle einfach irgendwie, jeder auf seine Art und Weise ist da. Und ich finde, das macht's aus, ja, das macht's einfach aus und auch aus dem Herzen heraus. Und es war dann egal, ist dann egal, ob es vorher mal irgendeine Querele gab, weil man irgendeine anderer Meinung ist. Natürlich gehen wir alle unseren Weg und jeder geht seinen eigenen Weg und jeder möchte dem anderen natürlich seine Meinung aufdrücken. Und dann gibt's in so einer, ich sag's mal, Gemeinschaft, weil es ist wie eine Gemeinschaft bei uns, auch Querelen untereinander, aber in dem Moment, wo es dann wirklich drauf ankommt, ist jeder da und das berührt mich jedes Mal von neuem. Ich krieg schon wieder Tränen, weil ich habe das selber erlebt, als ich meinen Unfall hier hatte mit dem Hundebiss, ne, hier und an der Dings, dass dann einfach die Nachbarn und Freunde da waren, ja, mich nach Malaga gefahren haben ins Krankenhaus, weil ich musste halt eine Schönheits-OP bekommen hier bei der Lippe. Konnte kein normaler Arzt machen, musste einen Schönheitschirurg machen. Und es war wie ein Ausflug. Ja, ich habe das überhaupt nicht, als ich da, ich weiß noch, als ich da im Auto saß mit meinen Freunden, das war wie wenn wir einen Ausflug nach Malaga machen. Es war im Winter, aber es war wunderschönes Wetter. Wir sind am Märkten lang gefahren und ich werde es nie vergessen, diese Unterstützung. Das war so wertvoll. Und ich möchte euch einfach nur mal erzählen, wie wertvoll es ist, im Kleinen diese Gesten zu machen, die aus dem Herzen kommen, die nicht aufgedrückt sind, weil man meint, man muss es machen, sondern die einfach aus dir herauskommen, weil du weißt, dass du das machen willst und dass du den anderen unterstützen möchtest. Und das Wichtige ist natürlich, das auch annehmen zu können. Ich konnte das ja erstmal gar nicht annehmen. So ging es jetzt auch der Freundin jetzt mit dem Unfall, die heute gesagt hat, boah, das ist jetzt nochmal eine Erfahrung, das alles anzunehmen. Und es geht wirklich ums Detail, nicht um das Große. Du musst nichts Großes, du musst, also es geht heute um zwei Themen. Du musst nichts Großes machen,
um Großes zu bewirken. Es liegt im kleinen Detail, in deiner kleinen Handlung. Und es geht auch um Gemeinschaft. Und es geht um darum, dass eine Gemeinschaft nicht so sein braucht, dass jeder den gleichen Weg geht oder jeder der gleichen Meinung ist. Es geht darum, aus dem Herzen zu leben und dann zu handeln und da zu sein, wenn es drauf ankommt. Eigentlich immer da zu sein, aber das macht sich natürlich erst bemerkbar, wenn dann irgendwas vorliegt, wo man eben Unterstützung gibt aus sich heraus. Und darum geht es, ums Dasein. Und das Dasein ist so, dass man einfach da ist, ja. Auch wenn man nicht, wie gesagt, der gleichen Meinung wie der andere ist oder den gleichen Weg geht. Oder ich merke das jeden Tag, ich kriege von meinen lieben Nachbarsfreunden fast jede Woche Restgemüse aus der Gemüsekiste, die sie halt vom Bauern immer kriegen, ja. Die schenken mir das einfach so. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Ich kriege Orangen gebracht von Leuten, die Orangenbäume haben. Ich kriege von einer anderen Freundin, je nachdem, wer Wasser holt von der Quelle und ich brauche es, dann bringen die mir Wasser mit, ja. Dann sagen sie, stell die Flaschen vors Tor, ich hole dir Wasser. Das sind so Gesten, das sind Gesten der Unterstützung und das ist für mich Gemeinschaft, auch wenn jeder individuell sein eigenes Ding lebt, ja. Und dann habe ich noch einen anderen Freund, der in der Nachbarschaft lebt, der mein Postmann ist sozusagen, weil der halt so früh immer zur Post fährt und wenn was für mich da ist, bringt das mir mit. Ich bin da so dankbar für. Und das sind so Kleinigkeiten, aber das ist so wichtig, das anzunehmen und auch, ja, das ist für mich wirklich Unterstützung im Kleinen. Und ich glaube, da fängt es einfach an. Und du musst nicht die Welt verändern, indem du jetzt bei Greenpeace mitmachst und irgendwelche fetten Tanker oder was weiß ich aufhältst. Das ist natürlich auch wichtig, aber dafür gibt es die Menschen, die das machen, das musst du nicht machen. Wichtig ist im Kleinen bei dir, dass du im Kleinen einfach da bist, in deinem Umfeld und dass du die Menschen respektierst und akzeptierst, wie sie sind und du sie nicht ändern möchtest, nur weil sie vielleicht eine andere Meinung sind oder einen anderen Weg gehen, sondern dass du einfach da bist, ja. Mit deiner Präsenz. Und wenn es dann halt im Alltag mal Querelen gibt, dann ist das so. Ich meine, das ist das Menschsein, ja. Wir sind ja deswegen hier, um das Menschsein zu leben. Und dann ist es halt auch mal so, dass man auch ab und zu vielleicht mal diskutiert oder eine andere Meinung ist. Aber trotzdem ist es wichtig, dass die Basis das Dasein ist. Und ich weiß, ich kann mich hier auf jeden verlassen. Ich bin total gerührt. Ich bin total gerührt, echt. Das war jetzt zu viel. Einmal dieser Film, den ich mir da angeguckt habe gestern und dann auch wieder diese Erfahrung mit dieser Unterstützung, die ich ja selber erfahren durfte vor 2 Jahren. Das ist wichtig und ich möchte, dass ihr euch das einfach mal verinnerlicht, ja, dass dieses Dasein, diese Präsenz wichtig ist und alles andere ist. Das Detail ist wichtig. Nicht das große Ganze. Das große Ganze ergibt sich aus dem Detail, ja. So ist das. Das war meine Message für heute. Und ich wünsche euch einen wundervollen, ganz tollen Tag. Genießt ihn. Guck mal, der Frühling ist da. Oh. Und die Vöglein, obwohl die zwitschern, auch wenn es regnet. Ich weiß gar nicht, wo die dann sind. Okay, alles Liebe. Tschüss.